Das ist das Spiel abgeschlossen und ein Bonus-Level freigeschaltet. Ja, Bonus-Level sind immer gut, würde ich sagen. Dann schauen wir mal ins Bonus-Spiel rein. 2 Wochen später. This should be it. Look, it has the same size of the locket of Baskerville. Could you give it to me, please? Are you certain you want to insert it in this slot? It could be dangerous. My friends, you've shown no fear in helping me, no matter the danger. It's my turn to take a risk. Do not worry, everything will go well. There. Oh! Something's wrong. I feel so weak. I feel... Henry, move away. Drop the medallion. Oh my God. But of course, I don't need it any longer. I did it! After so many years, I have returned. Okay. Henry, what's wrong with you? Henry, fool, I'm Hugo Baskerville. I want to thank you. You were really quite useful. My plan worked perfectly. I'd only hoped that one of the Baskervilles would have put all the pieces of the puzzle together much earlier. You deceived us, as well as those of your family. This medallion and this ritual were not intended to invoke the beast, but to reincarnate your evil soul. Quite so. During all these years, my soul was waiting for a host lurking in the medallion. My idea was to leave enough clues to my idiotic descendants to let them think that there was a way to get rid of the curse. Poor fools. Well, now, time to go. He ran away towards the outbuildings. Let us follow him, but put away your gun, Doctor. We must not risk wounding Henry. Hinterher. He went in. Of course. How could we have been so naive? Now it is obvious that the room which Charles rearranged was Hugo's former room. That explains the presence of the plan of conjuration. And he... This is not the time for hypotheses, Holmes. We must find the means to free Henry from Hugo's hold. Jawohl. Jawohl, der Doktor hat recht. Okay. Dann stört mich mal wieder. Na gut. Er hat recht und wir werden irgendwie Henry auch von seinen bösen Vorfahren befreien. Hört sich komisch an, ist aber so. Froschkürbisfahren. Dann Zapfen Gottesanbeterin Krug. Zement sagt. Hufeisen, Schlüssel, Nest, Pferd, Hammer, Hobel, Werkzeug und Blumentopf. Kettchen. So. Ja, da ist der Schuh. Der Hobel. Ein Holzhobel. Der Blumentopf. Wo war denn den Rest jetzt? Schon wieder. Ja. Da, Hufeisen. Zahn, Schlüssel, Schlüssel. Der Hammer, Kürbis, der etwas verfault aussieht. Ein Zementsack. Krug. Wie liest der? Was ist denn Krug? Hm.
Gottesanbeterin. Fahren. Das ist auch der Krug. Zement. Here is your cement, Holmes. Yes, but it is hopelessly dry, useless in this state. Oh, ich bin ja so gut. Wenn ich es nicht gewusst hätte. Schädigter Eingang. Geschlossene Tür. Geschlossen. Henrys Aussagen zufolge handelt es sich um das Gebäude der Gärtner. Hier muss irgendwo ein Schlüssel versteckt sein. Wir müssen die Struktur stärken, bevor wir hineingehen können. Nicht, dass wir noch unter den Trümmern begraben werden. Komm schon. Sand. So. Brauchen wir Wasser. Wie kriegt man hier Wasser, ja. Ja, klar. So. Jetzt wird da noch ein bisschen rumgespachtelt. So, wunderbar. Wir sollten ein bisschen beschleunigen. Das ist stabil. Wir können unbesorgt eintreten. This must have been a storage shed. Look at all of these items. Certainly, but we are only interested in the key. It will not be easy to find it in this pigsty. Ja, stimmt. Das ist definitiv ein Schweinestall hier. Schaukelpferd. Okay, was wollen wir mit einem Schaukelpferd? Holmes? Was? Okay, Rätsel. Ich verstehe schon. Zwischen den Backen des Schraubstocks befindet sich etwas. Leider können wir die Backen nicht öffnen, da die Kurbel fehlte. Es gibt auch immer wieder Probleme. Das ist nicht wahr. Eine Mutter, dann fehlen mehr. Nur noch zwei davon. Amboss. Dieser Amboss wurde erst vor kurzem bewegt. Darunter befindet sich etwas. Komm schon. Wie willst du denn sonst wegkriegen? Erklär's mir. So, weiter. Da ist immer noch was. Ich bin doch nicht bekloppt, oder? Doch, das bist du. Ja, ist ja schön, wenn da drunter was ist. Wenn ich ihn nicht beiseite schieben kann, dann hast du Pech gehabt. Aha, da hinten. Nein. Bitte. Was? Trotz meiner Bemühungen lässt sich der Schraubstock nicht öffnen. Ich habe nicht genug Kraft. Ja. Potzen. Du bist zu schwach. Schwach bist du. So. Ich hätte noch hier irgendwas übersehen. Ah, schade. Ein Seil. Aha. So, und ja, ich werde den Amboss mit Hilfe des Medaillons anheben. Ja.
und ein weiteres Waffenstück und der Schlüssel. Das ist nur der Schlüssel unter einem Amboss. Naja, egal. This is where Mary Baskerville lived. But why out here and not the mansion? Did you observe the sofa, Watson? Does it not remind you of anything? It is obvious that Mary was a psychoanalyst, an activity that requires a great deal of peace and quiet. I'm sure her patients also appreciated the discretion of this place. Ja, das sieht sehr eindeutig aus. Och nein, zwei. Mary Baskerville, sie lebt nicht im Anwesen selbst, sondern im Nebengebäude. Sie ist vor 3 Jahren gestorben. Sie war das vorletzte Opfer des Fluchs. Oliver Baskerville, Hugos jüngerer Bruder. Ich weiß nicht viel über ihn. Henry zufolge ist er eines Tages einfach verschwunden. Was ist denn das? Für ein komischer Kopf. Hinter dieser Tür befindet sich Oliver Baskervilles Raum. Doch noch fehlt uns der Schlüssel dazu. Er ist eine Mutter gezeichnet. Sie sieht aus wie die, die wir im Schuppen gefunden haben. Super. Meine. Oh, nein, natürlich. Unverständliches Porträt. Ich bin mir sicher, dass dieses Rahmen mal ein Gemälde befand. Ja, Wurfskopf. Natürlich fehlen 2 Augen. Bücherregal. Eine feine Sammlung Bücher, deren Einbände mit Ornamenten versehen sind. Es fehlen einige Bücher. Ach, dann lass uns mal in den Shop gehen. Und das Rätsel lösen. Moment, was muss ich machen? Dreh die Muttern, bis die Anordnung des oberen Schlosses mit dem unteren übereinstimmt. So, aha. Ach so, ja gut. Mhm. Verfudeln mir hier gerade wieder alles, kann das sein? Ich komme nicht drauf.
Yes! Stunden um Stunden. Ja, so lange nicht, aber... Boah, ätzend.